Outfit of the Day. Ohne Pump, ey. Wir können jetzt gar nicht ins Fitnessstudio gehen, weil wir jetzt zum Fortfahren sind. Ja. Legendary Tierarzt. Und jetzt schaut mal. View. Not bad. Erstmal schnell Auto auf Scheibe mit arabischen Kennzeichen. Hallo. Morgen. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, rahmatullahi wabarakatuh. Hala bika bash. Ila ghbor. For 100 years, one Egyptian pound by $4. Now $1 by 30 pounds. Oh. You can think about it. Maybe we have also in Norgada we have oil. But we closed about the oil. Why? Tourism business. There is mountain, yeah. He have a head and nose and mouth and boobs. Boobs? You can see? Ein Berg, der aussieht wie eine Frau mit Boobs. Yeah, crazy. Yes, friends. Wir machen jetzt gerade hier ein paar Big Pictures und dann geht's jetzt gleich weiter. Schauen, wohin die Reise hier noch heute geht. This is my Batmobile, baby. Die fahren safe so 60, 70 Stundenkilometer. Und hier ist gerade Fotoshooting. Geil. Gehört also, wir gehen jetzt auf eine Naturalfarm. Dort sind Pflanzen, weil die halt hier kein Krankenhaus haben, womit sie sich halt heilen. Water from desert through this one. And that is for your face and for your hand. If you have something down your eyes, black or red, you can put it this after wake up. And this one, he is named Harjal. Harjal, that is for what? Harjal, that is for the asthma. Asthma. If you have asthma or the smoke a cigarette or the smoke a shisha and you have something closes you when you are sleeping and not can smell good, you can drinking that is after finish your day. He by night. By night, it's good. It's good for night. Yeah, he is give it. You can smell good when you are sleeping. Yeah. Yes, because he is give it the cleaning all your health here. Okay? Ich wollte es eigentlich aufgenommen haben. Du bist hier nachts wieder. Ja, schnarchen, ja. I have my friend, he is doing it like that. And this his name is Arak. Arak, there is for what? Arak, there is for the Niggenstein. Oh. And this one, he is like the natural Viagra. Viagra? Ah. Yeah, you can do it too like that. Before 1 hour, you are going with your girlfriend or with your wife. Yes, after 1 hour, his make you are like Brooklyn's na pom pom tak tak. And this is the same, but there is like the crema, not like for eating. There is like the crema, you can put it in. Huh? Yeah,
You understand? Yeah. Yes. And how long it works? Like, كم ساعة بيشتغل? This one, 1 hour before, and he's give it you one hour and 13 minutes. And the crema, he is 20 minutes, he is kind of started, and he can make it a lot of time. And the girl is fine. The girl is not needed. The girl is fine, I mean. Oh? You're gonna die. She thinks you're awesome. You come back. The girls come back, bro. Die Frauen kommen zurück. Ja, jedenfalls, wir sind hier in dem Dorf. Hier leben echt ein paar Leute, also. Es ist echt eine arme City hier. Er hatte gerade noch mal gesagt, dass die Touristen halt das Ganze hier so gesagt versorgen und ernähren. Und jetzt gibt's Tee. Shukran. Auf die Freiheit. Auf Deutschland gehört. Ja, auf Deutschland. Schwarztee. Sehr, sehr lieb. In so kleinen süßen Tässchen hier. Crazy. Das Kamel ist ausgerissen, jetzt holt er sich das zurück. Aber es bleibt auch stehen hinterm Berg. Einfach so am anderen Ende der Welt. Und die Leute, die haben einfach nichts außer diese Bruchbuden, diese Hütten. Keine Polizei, keine Versorgung, kein Arzt. Also wir überlegen uns, wo machen wir als nächstes Urlaub, wo sind wir als nächstes. Und diese Menschen hier, das zeigt einfach, dass es halt auch doch noch andere Sachen im Leben gibt, die vielleicht doch viel wichtiger sind, die man halt immer wieder vergisst. Deswegen sollte man sich ein bisschen was mehr Gedanken darüber machen, was man halt hat und nicht immer dazu streben, was man nicht hat. Und in allererster Linie ist das auf jeden Fall die Gesundheit, ne? Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das hier so ist. Wenn die Leute hier nur von Tourismus leben und dann 2-3 Monate nichts isst, dann sind die einfach am Arsch. Also die Polizei kommt halt wirklich nur jeden Morgen einmal kurz hier vorbei, guckt nach den Touristen, also nach den Touristen, und dann war's das. Und ansonsten ist hier nicht viel mit Geld ausgeben und dem Ganzen. Hier, wir haben gerade Besuch bekommen. Hey, Mizi, du bist aber eine Süße. Du bist aber eine Süße. Wir haben so eine Proviantbox bekommen von dem Hotel und wir haben das jetzt denen gegeben. Und die wollten einfach, dass wir mitessen. Also ganz andere Mentalität hier, ganz andere Kultur, ganz andere Menschen. Einfach richtig schön. So viel Gastfreundlichkeit und ja, trotz den ganzen armen Verhältnissen, ne, da muss man halt einem immer wieder bewusst werden, dass das halt alles auch immer wieder so, trotz diesem ganzen schlechten Zustand, immer noch mit Herz, und dieses Herz kann dir halt keiner wegnehmen, versteht ihr? Und diese Menschen, die haben nichts und die haben trotz dessen so viel Herz. Versteht ihr, was ich meine? So sieht's aus. Ich zeige euch mal die Häuser. Haben wir irgendwelche Probleme mit dem Quad gerade? Leute, ich habe jetzt gerade mal geguckt, die wohnen wirklich in diesen Häusern, ne? Also man sieht jetzt gerade da Leute einfach in diesen Häusern drin. Also es ist nicht so, dass das hier irgendwie eine Kulisse ist, die aufgebaut wurde oder so, sondern da sind einfach wirklich Menschen in diesen Häusern. Jetzt brauche ich einen neuen Quad.
Der ist am Arsch. Und jetzt einfach der hier. Cheese have a problem. Have a problem? Yeah, not working. And we have different. You want to say to the people something about life, about I need all experience. The people who is make it, not give it good life with all. You understand? And we need to give it all the people the same, not only one needs to look face to face. And you are give it to me smile and me and not give it to you something. And this is not good. If you are give it to me smile, I give it to you biggest smile. Because the smile is give it all the life, it's beautiful. But if you are don't have any smile, Isa. Habib Albe. Sehr, sehr liebe Leute hier, wirklich Hammer. Hi. Sehr liebe Leute hier. Und immer wenn man reinkommt, dann sagt man Salamu alaikum. Hallo. Shukran. Shisha, very good shisha. Okay. Das war ein Trip. Ich wollte ganz kurz noch was sagen, und zwar ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwas an Trinkgeld geben, aber wir haben jetzt bestimmt schon 20 Euro Trinkgeld gegeben. Und der eine hat sich nicht mehr richtig bedankt, also da denkt man sich dann auch wieder rum. Schade, oder? Naja, kommt von Herzen und das ist die Hauptsache. Yo, das Quad war auf jeden Fall sauber. Schuhe waren blitzeblanke neu und jetzt? Yo. So Friends, wir sind zurück. Sie sind wieder komplett wie neu. Geil. Sehr gut. Einfach unter Wasser angehalten und dann war der ganze Staub halt wieder ab. Ist halt immer ärgerlich, weil Schuhe ist für mich immer ein Must-Have. Die müssen richtig, richtig gut sauber sein. Das ist einfach so Fakt. Haben uns richtigen Tag ausgesucht heute jedenfalls für die Quad-Tour, weil das Wetter, das ist nicht so geil heute. Ja, ich mache mich jetzt mal ready und dann gehen wir mal was essen. So Friends, wir waren beim Friseur gewesen und haben uns frisch gemacht und haben uns jetzt so ein bisschen in Schale geschmissen. Outfit of the day, schön, schön. Let's go.